Oha. Na dann. Reisen mit Stil. Jung. Also man sieht, es ist wirklich so eine der geilsten Fähigkeiten, die Cole überhaupt besitzen könnte. Ganz am Ende, die letzte Fähigkeit, die man bekommt, ist auch eine richtig geile, aber da verrate ich jetzt noch nichts. Das seht ihr, oh, dann, wenn es soweit ist. Wow. Rennen auch schon mit Schilde rum. Ja. Anscheinend darüber. Boah, ich hasse es, wenn da kein Licht ist. Dann sieht man, weiß man nicht, wo man lang muss. Ja. So. Eingeschalten den Scheiß. Und jetzt haben wir wieder Licht. Jawohl. Aber auch nur wieder in einem bestimmten Gebiet. Die Dust mir nicht mehr so aktiv hier. Ich habe seine Schwester getroffen. Sie meint, er sei in Schwierigkeiten. Wollte wissen, ob du ihn suchen kannst. Dwight? Hat der nicht dein Auto geklaut und auseinandergenommen? Ja, er ist ein echter Chaot. Aber ich stehe schon ewig auf seine Schwester und du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun. Und du meinst, wenn ich Dwight finde, belohnt sie dich? Mann, ich kann von hier aus nichts machen. Sie sagt, sie hat Dwight das letzte Mal im Chummy Chicken gesehen. Er hat wohl dort gearbeitet. Das könnte ein guter Ausgangspunkt für dich sein. Da sieht man es, wir haben jetzt wieder nur hier den Teil freigemacht. Natürlich gibt es auch hier wieder, wie man jetzt gerade sieht, Audiolaufwerke und ja, etliche Splitter. Dieses Audiolaufwerk nehme ich noch mit. Es wird immer schlimmer hier. Die Leute sterben und ich kann nichts tun. Ich muss einen Bus nach Bayview nehmen und dort nach Vorräten suchen. Ich kam durch den Tunnel, er ist zerstört. Die Zugbrücke über dem Stone Canal auch. Erinnerst du dich an Roger Miller von Amys Abschlussfeier? Er ist Bauingenieur und hat mit meinem Vater gearbeitet. Er könnte helfen, die Brücke zu reparieren. Er wohnt beim Valentine Park. Ich werde ihn suchen. So, jetzt haben wir, ja, eine Hauptmission, noch eine Hauptmission, eine Nebenmission und eine böse Nebenmission plus eine gute.
Erstmal das Audiolaufwerk hier nehmen. Habe versteckte Dokumente über die Arbeit von Luigi Galvani entdeckt. Offenbar hat jemand, vermutlich Kessler, Galvanis Theorie über den Einfluss von Strom auf Muskeln fortgeführt. Hier steht einiges über die Bildung eines neuen Ions, aber das ist mir zu hoch. Ich kopiere alles und schicke es an das Postfach. Okay, die gute Nebenmission ist jetzt auch weg. Machen wir mal ein alter Freund. Ah, da unten. Da ist es auch schon. Ja, ein Haufen Splitter wieder hier. Ich glaube, so relevant sind die eh gar nicht. Oder im Moment sowieso nicht, weil ich komme eigentlich auch so gut zurecht. Mit der Menge an ja, Energiekugeln, die wir haben. Ja. Deswegen werde ich auch vorerst keine sammeln. Nebenmission werde ich es auch noch weglassen. Da. Das sieht nicht gut aus. Trish, ich habe Roger gefunden. Er muss diese Typen irgendwie verärgert haben. Sie sind hinter ihm her. Die Vergänglichen entführen Gerüchten zufolge Ingenieure und Mechaniker und halten sie als Sklaven. Schlimmer noch, sie exekutieren alle öffentlich, die sich weigern, für sie zu arbeiten. Wenn sie Roger haben, musst du sie alle gleichzeitig erledigen, sonst töten sie ihn. Keine Sorge, ich rette ihn. Sie sind dieser Typ, oder? Der mit den Kräften. Ja. Und Sie sind Roger Miller? Trish Daly schickt mich. Sie hofft, Sie können die Zugbrücke über dem Stone Canal reparieren. Trish? Steckt sie auch in der Stadt fest? Ja, leider. Mann, wir waren früher zusammen zelten. Wir haben etwas den Kontakt verloren, als ihr Vater versetzt wurde. Was ist mit Amy? Ist sie rausgekommen? Ja. Ist sie. Gut. Gut. Ich hätte nicht gerne gesehen, dass beide hier festsitzen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ihm nichts passiert. Deswegen hetze ich mal schnell hier durch. Da vorne ist die Brücke. So, er muss jetzt die Brücke da bearbeiten und ich, ja, darf mich schön um die Gegnermassen kümmern, die angerannt kommen. Ganz schön am Arsch. Halten Sie mir den Rücken frei. Das hier kann dauern. Da vorne kommen sie schon. Oh. Mann, ey. Was ist für ein Scheiß? Guck mal, mit was kommen die denn? Mit Waffen, die eh kein Mensch... Ja. Ich schätze, die wollen die Brücke zulassen. Alle Leitungen sind kaputt. Töten! Alle! Sind Sie bald fertig? Ich arbeite so schnell ich kann. Oh.
bitte. Das darf nicht wahr sein. Die Hydraulik auf der anderen Seite funktioniert nicht. Kriegen Sie das hin? Nein. Dazu muss ich auf die andere Seite der Brücke. Hey, Moment. Ich weiß jemanden, der uns helfen könnte. Lou? Roger hier. Die Hydraulik Nummer 4 auf der anderen Seite des SC funktioniert nicht. Und ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Memorial Park, bei der Brücke. Aber ohne Waffe gehe ich bestimmt nirgends hin. Hier wimmelt es. Oha, wo der ist. Ja, also ich schick dir was Besseres als eine Waffe. Bis gleich. Boah, warum ist der so weit weg? Die Typen muss ich schnell erwischen. Oh, komm! Alter, so ein Blödsinn. Die Typen muss ich schnell erwischen. Alles klar. Wow, das war der Wahnsinn. Hat Roger sie geschickt? Ja. Ja, hat er jetzt. Komm. Was wollten die Reaper denn von Ihnen? Sie haben erfahren, dass die Vergänglichen nach Ingenieuren für ihren Turm suchen und wollten mich für einen Handel. Dachten, sie kriegen eine Belohnung oder so. Viel Arbeit für ein Bauwerk, das Verfall symbolisiert. An diesem Ding zu arbeiten, kommt der Todesstrafe gleich. Sie lassen dich arbeiten, bis du umfällst. Dann töten sie dich. So, da vorne die Brücke. Wo er jetzt auch gleich dran arbeiten wird. Das heißt, wir dürfen ihn dann wieder beschützen vor Reaper. Und so weiter. Ja, ja. So. Habt ihr es gerade gesehen? Der läuft über die Straße, wird vom Auto getroffen, fliegt hier. Genial. Passen Sie auf! Es wimmelt vor Reapern. Ja, dann arbeitet man dem scheiß Ding, Mann. Reaper sind mein Problem. Sie kommen! Naja, jetzt sind alle tot.